sagen, ich bin schon sehr bewegt zu hören, dass eigentlich alle Schülerinnen und Schüler, die sich in der Runde zu Wort gemeldet haben, einfach gesagt haben, wir haben Angst. Angst im Alltag, Angst in der S-Bahn, mit der sie zum Teil gar nicht mehr fahren. Sie tragen keine jüdischen Symbole mehr. Sie werden über Social Media angegriffen und sie fühlen sich in dieser Schule hier in einem geschützten Raum. Ich bin dankbar für die große Offenheit, die ich in der letzten Stunde hier erfahren habe und will daraus auch versuchen, einmal politische Konsequenzen zu ziehen. Die müssen zunächst mal für uns halt heißen, dass wir wirklich ohne Wenn und Aber an der Seite Israels und vor allem jetzt hier in Deutschland an der Seite der jüdischen Gemeinden, der Menschen stehen, die jüdischen Glaubens sind und keinen Zweifel daran lassen, dass wir auch einen Schutzauftrag haben.